Ja, Deutscher Logistikkongress, alles irgendwie anders. Und du hast, liebe Christina, eine wundervolle Moderation gemacht gestern, hast aber zwischendurch mal anklingen lassen, dass du mit einer Sache doch so deine Schwierigkeiten hast, nämlich dass die Gespräche in der Marlene-Bar hinterher nicht stattfinden. Und deswegen haben wir gedacht, wir gehen mal in die Marlene-Bar, da sitzen wir jetzt. Was gibt's denn zu besprechen? Ja, also klischee-frauenhaft, da gibt es natürlich immer viel zu besprechen, mindestens 200.000 Wörter. Aber tatsächlich ist es schade, ich fand immer, an der Marlene war, da erfährt man die News, so auch die hinter den Kulissen, die News vom Kongress. Ja, was war so das Spannendste, was war kontrovers am letzten Tag, was hat begeistert, das hat man immer in der Marlene-Bar eigentlich erfahren. Schön, dass wir hier sind. Mich hat am meisten eigentlich gestern überrascht, dass ja Karl Gernandt und Christoph Bornschein über dasselbe Thema eigentlich geredet haben, also die Zukunft der Logistik in einer neuen Welt und interessanterweise auch da einen Konsens hatten, obwohl sie unterschiedliche Blickwinkel hatten, also die Bedeutung der Logistik in der Zukunft und wir müssen schauen, welchen Sinn die Logistik erfüllt. Was hat dir am besten gefallen? Ja, aber das Nachhaltigkeitsthema, da kommst du nicht drum rum und ich finde, wenn wir dran denken, bei der Nachhaltigkeit auch wirklich alle drei Komponenten zu beachten und das nicht immer nur auf die Ökologie zu reduzieren. Und ich habe neulich schon etwas lästerlich gesagt, kein Spediteur fährt durch die Gegend, um seine Ladefläche zu lüften. Da steckt immer irgendwie ein Kundenauftrag hinter. Und daraus ergeben sich dann aber, weil die Steuerung nicht optimal ist, auch Leerfahrten. Die muss man versuchen zu vermeiden. Die kann man durch Digitalisierung beispielsweise vermeiden. Und das war der Grund, warum wir auch versucht haben, das in den Kongress so reinzubringen. Aber eben das Thema Nachhaltigkeit durch Effizienz. Weil wenn der Spediteur ein Interesse daran hat, weniger Ressourcen zu verbrauchen, dann wirkt sich das natürlich positiv auf die Ökologie aus. Und dabei dürfen wir dann auch den Menschen nicht vergessen, der das letzten Endes ausführt. Aber ich glaube, bei euch im Unternehmen spielt der Mensch auch eine große Rolle. Absolut. Ohne den Menschen geht gar nichts. Und unsere Herausforderung, sicherlich bei allen, ist es ja, unsere Menschen nun auch mit in diese neue Welt, in die digitalisierte Welt zu nehmen. Und unsere Menschen haben Großes geleistet dieses Jahr, gerade in so verrückten Zeiten während dem Shutdown, immer jeden Tag voll da zu sein und trotzdem eben Krankenhäuser, Apotheken mit den Medikamenten zu versorgen, war sicherlich kein einfacher Job und darauf sind wir schon sehr stolz, dass sie so mutig vorangegangen sind. Hinsichtlich der Corona-Medikation, wenn sie denn kommt, beziehungsweise Impfstoffe, da gibt es ja auch schon die wildesten Gerüchte, irgendwie temperaturgeführte Transporte bei minus 80 Grad. Kennst du da was? Kannst du da was zu sagen? Ja, also verschiedene Unternehmen haben bereits bekannt gegeben, dass das totaler Quatsch ist. Also sie sind temperatursensibel, aber es reicht sicherlich 2 bis 8 Grad aus, so wie bei jedem Impfstoff eigentlich oder bei sehr vielen Impfstoffen. Es gibt einige Medikamente, die auf minus 20 Grad temperiert werden, das können wir auch. Und eben die große Hoffnungen der Impfstoffentwickler, die sagen eigentlich alle, es reicht absolut aus, denn der Impfstoff wird ja relativ schnell verbraucht, der muss ja nicht 2 Jahre liegen. Daher ja, temperaturgeführt, dokumentiert und könnte super mit uns natürlich transportiert werden mit der Transoflex. Also medienwirksam eine Null hinzugefügt und schon geht das durch alle Schlagzeilen durch. Das heißt, da kann man auch ein gesundes Stück Pragmatismus laufen lassen. Ja, du hast das jetzt mit uns zusammen erlebt. Ich meine, du hast selber ja nun Erfahrung, auch vor Kameras zu stehen. Und wie hast du das empfunden hier so auf der großen Bühne und kein Mensch da? Oder es waren dann noch so ein Häuflein von 10 Zuhörern irgendwie da. Wie hast du das empfunden? Ja, vormittags war es schon ein bisschen spooky für jeden. Wir standen da alle mit unseren Masken in so einem Riesenraum, alle weit verteilt. Man hat sich auch nicht erkannt auf den ersten Blick. Und man musste sich erstmal daran gewöhnen, dass es keinen Applaus gibt, dass es kein Feedback gibt, was absolut schade ist natürlich. Ich glaube, jeder von uns hatte, oder vor allem ich, hatte eine steile Lernkurve. Und abends waren wir dann alle schon ein bisschen lockerer und wussten, okay, man darf vielleicht auch mal applaudieren, auch wenn wir nur 20 Leute sind. Und das war toll. Aber noch toller wäre es gewesen, wenn Menschen da gewesen wären. Ich glaube, das ist das, was wir uns fürs nächste Jahr alle zurückwünschen, ohne jetzt zu wissen, was sein wird. Aber wir gehen mal davon aus, dass das doch noch ein hinreichend langer Zeitraum ist, um gewisse Dinge regeln zu können, dass vielleicht auch dann tatsächlich schon der Impfstoff vorliegt und man wieder
zur Normalität zurückkehren kann. Viel mutmachend war jetzt gerade in Neuseeland, die jetzt angefangen haben, ihren Nationalsport Rugby wieder auszuführen. Also soll nicht heißen, dass wir uns beim nächsten Kongress alle gegenseitig umruppen. Aber das könnte ich mir vielleicht ganz gut vorstellen. Das ist so mein Leitbild, mit welcher Freude die da wieder im Stadion gesessen haben und wie sie da ihre Mannschaft angefeuert haben. Und ich glaube, das wird auch für die Logistiker sehr wichtig sein, dass man da zusammenkommt und einfach mal reden kann. Und du sagtest ja auch Marlene-Gespräche, nicht? Neulich mit einem langjährigen BVL-Vorstandsmitglied gesprochen, der einen Nachfolger für sich gesucht hat. Und der schimpfte und sagte, ich habe so viel Headhunter beschäftigt, ich habe so viel Geld ausgegeben. Weißt du, wo ich den kennengelernt habe, der jetzt mein Nachfolger wird? In der Marlene Bar. Also, ist doch schon mal ein guter Ansatz. Hast du auch schon wesentliche Hirings hier vorgenommen? Hirings noch nicht, aber wahnsinnig gute Kontakte gepflegt. Und das Tolle an der Marlene war es ja, dass man sie eigentlich von 9 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts hier pflegt und immer andere Menschen trifft. Und es ist ein Ort der Begegnung. Und ich glaube, wir haben tolle digitale Möglichkeiten dieses Jahr kennengelernt. Aber das Netzwerken ist unersetzbar, das wir hier normalerweise finden. Und ich hoffe inständig, dass wir uns nächstes Jahr wieder hier live sehen. Also bis morgens um 4 war ich noch nie hier, weil das geht für mich nicht als Hauptamtlicher während des Kongresses. Ich habe dich vertreten. Ja, das machst du dann bestimmt sicherlich sehr gut. Aber dafür kann ich mit was anderem aufwarten. Ja? Wenn du mal da hinten hinschaust, ja, da der Tisch auf der linken Seite direkt am Fenster, da bin ich vor 21 Jahren eingestellt worden. Hiring. Gratulation. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Da saß dann Peer Witten und Hans-Peter Stabenau und Dieter Segers-Kuckeberg, all die damaligen Granden. Und dann musste ich in der Marlene Bar vorsingen. War für mich also auch irgendwie völlig neu. Und danach waren wir uns einig, wir machen das. Tolle Geschichte.